Moin Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video. Heute starte ich das erste richtige, länger laufende Projekt, was ich heute spielen möchte. Zumindest habe ich das so geplant, verändert sich das noch. Und zwar wird das auch tatsächlich ein Uncut-Projekt. Ich kann euch schon mal so sagen, nicht jedes Projekt bei mir wird ein Uncut-Projekt, nur ich habe mir gedacht, zu diesem Spiel passt das eigentlich ganz gut. Deswegen drücke ich jetzt mal auf ein neues Spiel. Wen soll ich einstellen, um meinen neuen Zoo zu führen? Und managen. Wähle dein Aussehen, du kannst es später noch ändern. Die sehen eigentlich alle sehr ähnlich aus. Gib ein Zoo, gib einen Namen für dein Zoo ein. So, da haben wir ihn. Unseren ersten Zoo. Neue Aufgabe, besuche das Verwaltungsbüro. Hallöchen, mein Name ist Kathleen und ich bin im Moment der einzige Investor deines Zoos. Könntest du bitte zum Verwaltungsbüro kommen, damit wir uns kurz unterhalten können? Also ich habe geplant, dass ich halt so ein Uncut-Projekt mache, so für die entspannteren Leute, die halt so entspannte Videos schauen möchten und nicht so mit so vielen Effekten. Deswegen dachte ich mir, mache ich auch mal so ein Uncut-Projekt, aber es gibt auch noch lustigere Videos und auch noch actionreichere Videos, wo ich nur Scheiße baue. Aber ich dachte mir mal, ich mache auch mal sowas hier. Alle möglichen Anfragen landen hier und ich weiß, du wirst den Überblick behalten wollen. Versuche jetzt erstmal eine neue Aufgabe anzusehen. Baue Gehege. Bauen. Das ist jetzt Gehege oder was? Ich würde sagen, ja. Verschiedene Gehege eignen sich besser für bestimmte Tiere. Versuche den idealen Lebensraum für deine Tiere zu bauen. Warte mal. Ich würde den halt gerne so hier so anfangen. Vielleicht. Wird das so teuer oder ist das so eine Grenze? So. Jetzt habe ich ein Gehege gebaut. Oder nicht? Verstehe ich jetzt nicht ganz die Aufgabe. Ich habe doch ein Gehege. Tiere, aber bevor du eine Lieferung von den Zoll, musst du ein Gehege bauen. Aufgabe, diese Person erledigt 1 von 12. Hä? Warum hat er das nicht gebaut? Wie funktioniert das genau? Ich muss mich auch erstmal hier reinfinden. Klicke zum Platzieren. Ach, ich muss ein Tor platzieren. Ach so, okay. Toll, jetzt da wir ein Gehege haben, können wir richtig das Geschäft starten. Tiere zu finden, um dein Zoo einen Schritt näher dran zu bringen, der beste Zoo auf dem Planeten Erde zu werden. Neue Aufgabe, Überpopulation. Dach, ich habe ein Geschenk für dich. Besuche mich in meinem Zoo und ich kann dir alles darüber erzählen. Finde einfach den australischen Zoo auf der Weltkarte. Die ist hier oben. Da unten. Kaninchen. Ja gut, die gucke ich mir auch. Oder Hasen. Gucke ich mir auch gerne in einem Zoo an. Benutzen. Na, und jetzt werden da die Kanikels. Es ist wahrscheinlich Zeit, um damit zu beginnen, Geld zu verdienen. Lass uns den Zoo öffnen, damit zahlende Kunden herkommen. Öffne den Zoo. Okay. Ich würde mal sagen, die Kanikels kommen an. Miep. Okay, so, wie kann ich den öffnen? Wartet auf Öffnung. Ach da, eröffne den Zoo. Diese Person wird eine neue Aufgabe haben, nach einem Tag im Geschäft. Horizon Herald. Große Öffnung. Jennifer Dautner, Redakteurin. Der Bürgermeister hat heute unseren neuen Zoo offiziell eröffnet. Der Zoo mit dem Namen Computer Zoo wurde durch eine Investition von Kathleen K., einer renommierten internationalen Wirtschaftsmogulin, ermöglicht. Die Geschäftsführung des Zoos sagte, wir hoffen, ein großer Erfolg zu werden, den Tierhabern überall Freude zu bereiten und gleichzeitig unseren Investoren gegenüber finanziell verantwortlich zu sein, sie vielleicht sogar aufzukaufen und eines Tages unsere eigene Unabhängigkeit zu erlangen. Alles klar. Wasser. Wasser. Du hast eigentlich einen Unterwasseranschluss. Objekt hinzufügen.
Wasser. Wasserbecken. Ein Becken mit einer Wasserpumpe zu verbinden, versorgt deine Tiere mit Wasser. Muss ich also eine Wasserpumpe bauen? Nee, Einrichtungen. Wo ist denn Versorgung oder sowas? Fabriken? Wasser. Forsche, um freizuschalten. Wie kann ich denn forschen? Da oben. Bau ein Forschungszentrum. Ich muss erstmal hier einrichten. Ich brauche mal so Lagerraum. Baue ein Forschungsgebäude. Ja, machen wir. Forschungsstation. So, einstellen. Okay, kann ich jetzt hier... Gehe zur Forschungsstation. Ich muss Wasser. Warum ist hier nirgendwo Wasser? Was ist denn das? Und ich habe noch Baumpakete, Junge. Was ist das? Wie komme ich hier wieder raus? Wüstengehege. So. So. Wo ist jetzt Wasser? See? Keine Ahnung. Ich kann kein Wasserteil hier. Kann ich den umsetzen hier? Was ist denn das? Eine Wasserpumpe. Bewege ich die hier hin? Dann kann ich auch hier bestimmt so ein Wasserbecken. So. Bereicherung. Du hast ein Gehänge mit ungenügend Anreicherungsgegenständen platziert. Baue weitere bereichernde Gegenstände, die deine Tiere spielen können. Okay. Bereicherung. Kleiner Ball. Reicht das? Das reicht schon, okay. Kann ich das auch dekorieren? Objekt hinzufügen? Dekorieren. So. Hier ist ein Ausrufezeichen. Aufgaben. Aufgabe beenden kann ich schon mal. Aufgabe beenden. Hier haben wir schon mal $100, das ist nice. Ansonsten habe ich noch keine Aufgaben. Laden. Ich soll einen Laden bauen, okay. Na ja gut, wirklich große Läden sind das jetzt nicht. Wie kann ich den drehen? Klicke zum Drehen. Ah, okay. So. Dann würde ich Wege bauen wollen. Hier. So. Hier noch ein bisschen Gras hin, damit das nicht so ganz so schlimm aussieht hier. U-Bahn. Als ob man eine U-Bahn in einem Zoo bauen würde. So. Wir schließen auch schon bald. Und zwar genau jetzt. Das Spiel speichert am Ende jedes Kalendertages Gesamttage im Geschäft ein. Gewinn heute minus 600. Okay, ich habe viel ausgegeben. Aktuelles Vermögen 857. Parkbewertung zogen 24 Leute an. 4 Leute passten nicht in deine Busse. Okay. Einer fand den Eintrittspreis hoch. 19 kam in meinen Zoo. Kathleen möchte, dass 25 Besucher kommen. Alles klar. Boah, einen Lagerraum habe ich erledigt.
Nörglerin, dein Zoo wird ein Rattenloch des Ekels, wenn du niemanden anstellst, um aufzuräumen. Stelle einen Hausmeister vom Ticketbüro ein. Okay. Parkangestellter, Hausmeister. Jobanzeigen. Öffne Jobangebote. Machen wir mal ein bisschen Werbung hier. Änderung übernehmen. Warum ist das so vergammelt da? Was ist das? Ist das Kacke? Was ist das? Keine Ahnung, jetzt ist es weg. Und ich krieg Geld. Das ist gut. Oha, ich habe gleich schon die Aufgabe hier erledigt. 25 Besucher. Wer ist das? Beamter der Tierwohlfahrt. Okay. Klopf, klopf. Ich vermute, dass es nichts mehr zu sehen gibt. Aktuell leider nicht. Ticketpreis. Wohlfühlbericht. Es ist ein vielversprechender Auftakt für einen neuen Zoo, aber es gab noch nie nicht so viele Tiere zu sehen. Deshalb schwer zu sagen. Denn Tiere haben einen zuverlässigen und erreichbaren Platz. Alle Tiere sind gefüttert. Kein Bonus vergeben. Okay, dann kommt also immer jemand, der die Tiere anguckt. Alles klar. Kartenverkauf 4 von 4. Gestern 23 von 23. Das sieht doch gut aus mit den Preisen. So. Kann ich mir jetzt hier noch mehr solche, noch mehr Tiere holen? Hier ist zum Beispiel, ich baue mal ein neues Gehege auf jeden Fall. Das wäre vielleicht mal ein Ansatz. So. Und so. Haben wir jetzt hier so ein eckiges Gehege? Können wir ja mal hier dann den Weg fortsetzen. Das würde ich entfernen wollen, zerstören. Da möchte ich noch den Weg hier fortsetzen um ein. Hallo? Hallo, hier. Und der Rest Gras. Sieht gleich schöner aus. Wir werden hier einen schönen Zoo aufbauen, das sage ich euch, Leute. Jetzt habe ich da dummerweise die Steine weggemacht, aber egal. So. Du hast nicht ausgegebene Forschungspunkte. Forsche in der Forschungseinrichtung, um dein Zoo zu verbessern. Mache ich gleich, ja. Alles mit der Ruhe. Erstmal dekorieren. Natur. Ich möchte genau dieselben Pflanzen wieder da haben. Ein Farn ist das, glaube ich. So, Tiere bekommen. Das hier. Noch mehr Hasen möchte ich eigentlich eher weniger, aber das ist ein Schwein. Du hast vielleicht gehört, dass eine Gans ziemlich schwierig sein kann. Lass mich dir sagen, dass dies mit Sicherheit nicht der Fall ist und in keiner Weise der Grund ist, warum wir versuchen, ein paar davon gegen nur ein Kaninchen einzutauschen. Nein, überhaupt nicht. Handel ansehen. Nötig für einen. Okay, die kann ich nicht holen, offensichtlich. Ich nehme mindestens 5 Varianten. Ah, okay. Dann hole ich mir hier mal noch so ein paar Tiere. Benutzen. Und das Schwein, das kommt dann hier rein. So, was stehen die hier? Ich wünschte, man könnte in den Zoo mehr machen. Ich hoffe, dass der Bus bald kommt. Mir ist langweilig. Ach stimmt, hier sind noch die Angestellten. Bewerber 6. Eieiei. Okay, wir nehmen natürlich den Besten. Der sieht ganz gut aus hier. Bewerber werden nicht mehr verfügbar sein. Zack. Alles klar. So. Bald kommen hoffentlich die neuen Tiere an. Oha, wie groß kann der Zoo auch noch wachsen? Oder wie ist das? So. Miep. Jetzt macht er hier sauber. Das ist gut. Das ist immer. Dann müsste ich hier, glaube ich, noch Mülleimer hin tun.
Dekoration ist das aber nicht. Ist ja nicht schön. Warum sind hier Hinweisschilder? Eine Zugkarte könnte ich auch mal bauen. By the way. Ah ne, passt gerade nicht. Decoration, Licht, Bank. Und dann würde für mich Sinn machen. Speichern, ja, ist gut. Tierbilder, erhalte 5 Tiere. Ja, es kommen ja jetzt bald welche. Da wär's doch mal schlau, wenn hier auch die Mülleimer wären. Hä? Wo ist denn der Mist hier? Giraffen, grüner Eimer hier. Ja. Und hier. So. In 5 Stunden kommen die Tiere an. Das ist doch was. Verlorener Welpe. Ein Mann hat seinen besten Freund verloren. Hallöchen, wir haben diesen Hund gefunden. Er scheint sich verirrt zu haben. Es ist ein wunderschöner Labrador. Was willst du damit tun? Zieh ihn wie einen Löwen an und stelle ihn aus. Okay, das ist ein bisschen... Gib 50 Euro, so meine... Haben wir das Geld dafür? Ja. Nehmen wir das hier. Moralische Entscheidung. Moralische Entscheidung. Ich möchte ja schon einen süßen, netten Zoo. Von daher... Deine Scheiße, die von dir getroffenen moralischen Entscheidungen wirken sich auf die Gebäude und Aktionen aus, die du verwenden kannst und können sich im Verhalten bestimmter Personen widerspiegeln. Wähle mit Bedacht. Ja, ich möchte schon sowas werden. Sowas ist schon deutlich schöner. Okay. Ich kaufe mir legit Tiere hier, als ob ich einen Labrador als Löwe verkleide. Ist ja ein bisschen sehr weird. So, er geht mir hier auf die Nerven. Was will er denn? Aufgaben. Aufgabe beenden. Zack. Und Aufgabe beenden. Zack. Kriege ich auch ein bisschen Kohle, das ist auch gut. So. Das ist übrigens gerade das erste Mal, dass ich dieses Spiel spiele. Von daher nicht wundern, wenn ich mich nicht auskenne. Aber was ich auf jeden Fall mal machen würde, ist... Ich habe mir aber tatsächlich schon Videos angeguckt, im Gegensatz zu River Bunch zum Beispiel. Von daher... Nicht wundern. So... Hier noch ein Hibiskus. So. Ist doch schön. Was kann man denn? Erscheinungsbild? Ah, lol. Schon jetzt würde ich das nehmen, aber das kann man ja hoffentlich noch ändern. Das finde ich schön. So. Moral 5. Verschmutzung inaktiv. Okay. Hicks. Was ist denn mit ihm da schon wieder? Ist das schon wieder... Ach, das ist ein Tierpfleger. Das ist, egal ob ein Tier, wenn es ein Baby ist, ist es immer süß. Naja. Eine Stunde. Es ist peinlich, aber ich brauche die Toilette. Alles klar. Schon nicht peinlich. Toilette ist natürlich bei Freizeit. So. Bauen wir denen noch eine schicke Toilette. Essensgeschäfte wollen die jetzt auch? Was ist denn los hier auf einmal? Ich habe doch so einen Snackautomaten, oder nicht? Dann bräuchte ich ihn halt noch einen. Zack. Und hier hinten kommt dann so ein... Hot, oh mein Gott. Okay, wir müssen uns gerade hier mal auf die Tiere hier mal konzentrieren. Da ist das Schwein. Neue Aufgabe. Willkommen in unserer Stadt. Ich möchte dir unser wärmstes, herzliches Willkommen aussprechen. Die Leute der Stadt lieben es, einen Zoo hier zu haben und ich habe persönlich dafür gesorgt, dass das Land um deinen Zoo herum frei ist. Wenn du mehr Land kaufen willst, um auszubauen, verkaufen wir es dir gerne. Ich kann irgendwie nicht lesen. Alles klar, kaufe Land. Als ob ich jetzt schon Land kaufen soll. Bürgermeister genehmigt Expansionspläne.
Aufgrund der wachsenden Popularität des Zoos hat die Bürgermeisterin Pläne für eine Erweiterung genehmigt. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um die Bürokratie abzubauen, damit der Prozess zu beschleunigen, Land zu kaufen, solange sich der Zoo das leisten kann. Unsere Bürgermeisterin ist von dem Zoo und den Möglichkeiten, die die Einrichtung sowohl in Bezug auf Unterhaltung als auch auf Bildung bietet. Ich hoffe, dass wir in unserer Gegend einen Zoo von Weltrang bekommen, den wir stolz unseren eigenen nennen können, sagte sie. Wir haben noch nichts vom Zoo-Management-Team in Bezug auf ihre Expansionspläne gehört, aber wir gehen davon aus, dass der Prozess in naher Zukunft beginnen wird. Alles klar. Wir können Land kaufen. Na, noch haben wir ja Platz. Deswegen. Oh, die hauen alle ab. Wie schnell die auch abhauen. Aber wir jetzt gleich schließen. So, dann würde ich in der Zeit schon mal ein paar Wege nochmal bauen. Und schon mal planen, wo die Wege dann auch weitergehen sollen. Auf jeden Fall hier kommen auf jeden Fall noch Wege hin. Das sieht gut aus. So. Und hier, ich möchte überall Gras haben. Das soll hier schön sein. So. Es wird wieder Nacht. 24 Leute. 19. 4 Leute passt nicht in deine Busse. Ja, ja. 100 Besucher soll ich kriegen. Ja, da viel Spaß. Alter. Das wird ein Kracher. So. So, dann machen wir noch ein bisschen Gras. Und das kostet auch tatsächlich nichts. Das finde ich gut. So, das gefällt mir doch schon mal deutlich besser. Du hast ein Tier in deinem Zoo, dass du mit einem anderen Zoo handeln kannst. Oh, echt? Was will er denn? Ach, ernsthaft? Ausgewählt? Handeln. Erhalten 2 Gans. Passt das? Muss ich leider erstmal. Ich baue mal schnell ein neues Gehege, ne? Das ging mir jetzt sehr schnell. Zu schnell. Die können schon Platz bekommen. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber egal. So. Dann würde ich die gerne. Die Tiere. Ankünfte. Ganz. Kann ich die noch irgendwie. Oder ich tue das Schwein woanders. Wo ist das Schwein? Wo ist das Schwein? Tiere? Kann ich das umziehen lassen? Benutzen. So. Das dekoriere ich jetzt noch. Objekte hinzufügen, dekorieren. Und hier noch so ein Felsen und da noch so ein großer Felsen. Dann hier noch ein Baum. Hohes Gras. So. Da war auch irgendwas mit Wasserdeko, habe ich gesehen. Hier. Habe ich aber noch nicht freigeschaltet. Schade. Alles klar, da kommt noch eine Gans hin. Vielleicht sollte ich diesen Tieren etwas Cola trauen. Sie haben nichts zu trinken. Was? Das stimmt doch gar nicht. Ich sollte vielleicht mal forschen. Gehe zur Forschungsstation. Energiepark, Windkraft. Schalte etwas daneben frei, um mehr zu erfahren. Zuchtstation. Das möchte ich bitte. Dafür muss ich erst hier forschen, oder was? Zack. Topfpflanzen. Als nächstes möchte ich das auf jeden Fall. Zack. Jawohl. Zuchtstation. Können wir bauen, oder? Einrichtung. Wo sind die Zuchtstationen? Ich hab die doch. Ach, da. Erforscht. Oh, da ist kein Platz. Na gut, dann kaufen wir das, oder? Land kaufen. Wie viel kostet das? 300. Nehmen wir. Zack. So. Jetzt haben wir auch eine Aufgabe abgeschlossen. Dann würde ich sagen: Einrichtungen, Zuchtstation. Zack. Einstellen. Ich stelle einfach instant immer ein, erstmal. Für den Anfang. Einige dieser Tiere sagen sehr durstig aus. Ja, immer ruhig, ruhig.
Komm mal runter. Ich bin ja schon dabei. Wasser. Warum kann ich nichts bauen? Das ist doch... Das ist doch Quälerei. Objekt hinzufügen. Wasser. Wasserbecken. Hier. Und hier. So. Ich bewege das noch ein bisschen näher da dran. Es macht so viel mehr Spaß, Tiere zu beobachten, wenn sie mit Dingen spielen. Jetzt haltet mal die Fresse, ja, mal ganz ruhig. Aber warum muss ich Wasser bitte forschen? Und vor allem, wo ist es? Okay, ich brauche mehr Forschungspunkte. Ich mach mal das mit dem Trampolin, dann spielen die ja auch ein bisschen. Vielleicht kommt dann da irgendwo auch Wasser. Ah, das ist Mist, das ist blöd. Erstmal hier graue Steine wieder weiter. Okay, die verpieseln sich hier alle wieder. So. Gras. So. Da ist das Schwein. Wann kommen die denn? Oder sollten das nicht mehrere sein? Da stand doch zwei. Bereicherung. Bereicherung. Erstelle Arbeitszonen. Deine Tierpfleger sind ineffizient und lass deine Tiere leiden. Oha. Erstelle Arbeitszonen für eine bessere Effizienz, indem du jeden Pfleger auswählst und ihm Arbeitsplätze zuweist. Maximiere die Effizienz, indem du erfahrene Pfleger in Gehege schickst, die größer und weiter vom Lagerraum entfernt sind. Verwende die Heatmap-Ansicht, um deine Zonen zu überprüfen. Okay. Heute ist eine neue Tierwahl im Gehege verfügbar. Okay. Hier, oder was? Erstmal Bereicherung, okay. Hier kriegst du einen Ball und hier noch einen. So. Ich bin gerade leicht überfordert. Natürlich kommt noch was an die Gans. Oh, die kommt jetzt. 3, 2, 1, 0. Es gibt ein VIP in deinem Zoo. Gelegentlich besuchen VIPs deinen Zoo. Du kannst mit ihnen interagieren, indem du sie findest und mit ihnen sprichst. Alles klar. Aber jetzt kommt erstmal die Gans. Da. Da kommt. Ich weiß nicht, ob das jetzt mehrere sind oder nur eine. Okay, es sind zwei. Alles klar. Die möchte ich züchten. Zucht. Brutpaar auswählen. Die beiden. Bestätigen. Status nicht schwanger. Asozial. Dann die beiden auch noch. Bestätigen. Dein Tier ist bereits trächtig. Was? Das ist okay. Ja gut, dann kriegen wir bald ein Kaninchenbaby. Oder Hasenbaby. Hä? Tiere hinzufügen. Die sind da. Es gibt ein Gehege ohne Tiere. Hä? Hä? Hier sind Tiere drin. Oder müssten. Oder sind die jetzt hier drin? Zucht? Status? Nicht schwanger? Wir können forschen. Ich möchte halt jetzt mal... Endlich Wasser. Ey, wo ist Wasser? Was ist das denn? Von hier steht das ja auch nirgendwo. Da steht ein See oder sowas da, aber das... bringt mich ja nicht weiter. Einrichtungen. Also das finde ich schon sehr weird. Hm.
Ja, wie kriegen wir jetzt hier Wasser? Noch nicht erforscht. Oder ist mit Wasser damit gemeint, dass da Deko ist? Weil Deko will ich nicht. Ich möchte für die Tiere Wasser. Was ist das denn? Eine Wasserpumpe. Ich habe eine Wasserpumpe, aber die reicht halt nicht mehr lange aus, ne? Dieser Ort braucht mir Tiere halt die Schnauze. Wo sind meine Tiere? Status nicht schwanger verwalten. Okay, die sind im Brutplatz tatsächlich. Die sind jetzt nicht im Gehege, deswegen ist das auch hier leer, weil die jetzt gerade hier quasi. Ne? So, die hauen wieder ab. Tiere bekommen. Ich möchte gerne ein Schwein. Das sind. Was ist das? Hyänen. Okay, das ist krass. Schweine, ne? Schweine. Aber da ist es ein Handel. Da kann ich auch nur handeln. Da, Schwein. Alles klar. So, gekauft. Alles klar. Die kommen hier hin. So. Ja. Dann kommen die auch in die Brutstation. Oh, ich bin gerade. Ich muss sagen, ich bin gerade echt lost hier. Wasserpumpe. Kann ich nicht hier auch irgendwie suchen? Fabriken? Oh, das Ding ist, das auch ein Brunnen. So. Warum kann ich hier keinen Baum platzieren? Vier Leute passten nicht in den Bus. Zwei fanden den Eintrittspreis so. Also jetzt reicht es mir, aber ihr habt den nicht einmal erhöht. Ticketpreis. Scheiß auf dich, ganz ehrlich. Aber. Was kommt jetzt hier? Internationale Geschäftsreise steht an. Du hast vielleicht bemerkt, dass in letzter Zeit eine große Anzahl ausländischer Investitionen in die Gemeinde gekommen ist. Das ist alles unserem wunderbaren neuen Zoo zu verdanken. Die Startup-Investorin Kathleen Kay hofft auf weitere Partner und hat es geschafft, die Aufmerksamkeit vieler wohlhabender Personen auf sich zu ziehen. Frau Lee sagte, dies ist eine großartige Gelegenheit, mein Portfolio zu diversifizieren. Ich kann auch vermeiden, zu Hause Steuern zu zahlen, indem ich mein Geld in Unternehmen wie diesem im Ausland stecke. Die ökologische Seite des Zoos interessiert mich nicht wirklich. Ich muss nur irgendwo mein Geld verstecken, weil ich so reich bin. What the fuck? Das ist sehr weird. Aufgabe erledigt. Zack, 1000. Transport. Muss ich auch erforschen? Ich muss alles erforschen. Schutzpaket. Oh, Tierunterkunft ist auch gut. Nicht genügend Reifen, bla bla bla. Ich glaube, ich mache mal das mit den Tierunterkünften. U-Bahnen sind essentiell für größere Zustände, erlauben deinen Mitarbeitern schnell an deinen. Okay, what the fuck? Reduziere die Kosten in U-Bahn um 25%. Bla, ich will doch keine U-Bahn in dem fucking Zoo. Okay. Ich müsste jetzt hier Unterkunft. Holzunterkunft. Dann. Bearbeiten. Gehege bearbeiten. Zerstören. 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 Was ist mit dem Ball? Objekt hinzufügen. Unterkunft. Holzunterkunft. Bam.
Schon hast du eine Holzunterkunft. Kann ich die noch drehen? So. Dann hat der eine Unterkunft. Wie sieht's aus? Okay, okay. Schwangerschaftsprozess 2 Tage. Um die Nachkommen zu sehen. Okay, okay. Schwangerschaftsversuchen ein. Und die sind schwanger. Das ist okay. Alles klar. Die haben geballert. Aufgabe. Aufgabe beenden. 100 Besucher. Geknackt. Alles klar. Was ich aber gerne jetzt wissen möchte, so langsam. Wie komme ich an Wasser? Das wurde mir jetzt immer noch nicht gesagt. Objekt hinzufügen. Wasser. Warum muss ich für Wasser forschen? Das ergibt es also aus Auswilderungsstation. Ich brauche einfach nur Wasser. Was ist denn das Problem da drin? Verbrennungsanlage. Ja, moin, Walder. Okay. Was forsche ich denn dann als nächstes? Lichter? Ich kann gerade nichts forschen. Ist gerade noch nie so weit. Was meinen die Symbole? Ich bin sehr hungrig. Oh mein Gott, ey. Dann hol dir doch was zu fressen. Laden. Hotdog-Laden. Bam. Einstellen. Dann habt ihr jetzt einen Hotdog-Laden. Jetzt hört euch auf zu beschweren. Beschweren ist hier nicht mit mir. So, ich baue jetzt hier noch ein Gehege hin. Ja, hier. So. Dann kommt hier noch so ein Weg hin. Das geht weg. Zack. Ein bisschen Deko. Fahren. Zack, zack. Zack, zack. Nein, nicht da. So. Dann hier noch einen großen Baum. Den kann ich da nicht platzieren. So, da kommt ein weiteres Schwein. 2 sogar. Alles klar. Zucht. Machen wir die beiden hier, oder? Zucht. Brutpaar. Schwein. Hier. Warum darf ich das nicht? Spende für diesen Zweck. Jetzt halt mal kurz die Schnauze. Ich hab doch hier null Paar. Hä? Ich hab doch hier Ferkel. Ferkels. Wie sieht's denn jetzt eigentlich mit dem Paar hier aus? Ein Tag noch, alles klar. Ja, jetzt ist die Frage. Ich müsste jetzt eigentlich nochmal Tiere holen, Tiere bekommen. Hier kann ich die immer kaufen. Da hätten wir ganz unten Hasen. Gibt's auch mal was Cooles? Was ist denn hier? Was muss ich denn da tauschen? Unentdecktes Tier, what the fuck? Unentdecktes Tier. Was will er denn? Okay, ja gut. Dann klaue ich die hier mal. So. Hier. Wir können hier rein. Alles gut.
Oink, oink. Tieren zufügen. Na ja. Gucken wir mal, was unsere. Wo sind die Aufgaben? Die Aufgaben. Die Aufgaben. Was will er denn hier? Bank. Die wollen. Wenn die Besucher müde werden, gehen sie sehr langsam. Der Bau von Bänken und Cafés kann dem Besucher helfen, seine Batterien wieder aufzuladen. Alles klar, dann bauen wir mal ein paar Bänke. Die sind hier hinten. Bauen wir erstmal braune. So, so, so. Hier kommt noch eine Bank. Können die sich mal ein bisschen bei den Tieren da hinsetzen? Ich würde auch den hier bewegen wollen. Und den hier auch bewegen wollen. Hier. Hier. So. Wird dieses Gehege gewartet? Komm mal runter, ja? Immer ruhig. Unterkunft. Haben jetzt alle neue Gehege bei mir. So. Bereicherung. Ja, du. Oha. Ja, gut. Dann kommt hier das hier. Dann kommt hier ein Ball. Dann kommt noch ein bisschen Deko. So ein Felsen. Hier noch ein Felsen. Hier noch ein Baum. Hohes Gras. Richtig zugestellt, das Gehege. Ja. Ansonsten würde mir jetzt hier nicht so viel einfallen. Wir haben jetzt die ersten vier Gehege. Ich will das neue Baby sehen. Komm mal runter. Die sind ganz schön ungeduldig hier, ne? Das kann schon echt sein, ne? Die sind verdammt nochmal ungeduldig. Und ich habe echt viel Geld. Aber Gewinn heute minus 35, das macht mich nicht so glücklich. Ich glaube, ich muss die Preise mal erhöhen. Auf 6. So. Dann, wir können forschen. Recycling Center. Ich möchte für Wasser. Ich brauche Wasser. Mache dann ein paar schöne Schaufeln. Nee, nicht Dekoration. Score. Slushy Laden. Tierstatuen. Machen wir Wüstengehege. Zuckerwatte. Gartenbänke. Ich forsche jetzt einfach irgendwas. Mit gut Glück kriege ich ja vielleicht dann auch mal was Sinnvolles. Vielleicht verstecken sich die Tiere hier. Da sind drei Tiere. Sogar vier, da ist das Baby. Hier sind drei. Hier sind auch bald drei. Jetzt hört mal auf, Alter. Tiere bekommen. Ne, Häschen möchte ich nicht mehr. Ich mochte keine Hasen mehr. So. Die hauen wieder alle ab. Dann geht der Tag wieder zu Ende. Und die Gänse können in ihr Gehege wieder zurückkommen mit ihrem Nachkommen. Das ist doch mal was Feines. Meine Arbeiter waren jetzt ineffizient, wurde gesagt. Deswegen hole ich mal hier Tierpfleger. Zone. So. Hat er jetzt eine Zone bekriegt? Ja, offensichtlich. Dann möchte ich gerne aber noch einen weiteren. Da. Tierpfleger. Zack, zack, zack. Änderung übernehmen. Und dann kriegen wir hoffentlich auch ein paar Bewerber. Dann können wir die anderen beiden auch versorgen. Beziehungsweise das zweite ist ja noch leer. Da kriegen wir hoffentlich mal bald ein paar andere Tiere als Schweinchen oder so. Oder Häschen. Zusammenfassung am Ende der Woche. Kilowattverbrauch minus 72 Dollar, das minus 91. Gehaltszahlung 760. Methan stoßen wir aus CO2 gar nicht. Einkommen 6.000, Ausgaben 4.000. Ja gut. Profit 2.000, aber immerhin. Wir machen Profit. Aktuell gehaltenes Geld 3.266. Kein Darlehen. Es sieht gut aus und kein Müll produziert. Das wundert mich ein bisschen. Gut. 50 Besucher an einem Tag. Alles klar. Energiepaket, Windkraftanlagen. Ja, das soll ich auch noch.
dann mache ich das hier mal. Schalte etwas daneben frei. Okay. Ehre. Ehre. An dich. Jetzt habe ich meine Forschungspunkte ausgegeben. Das ist unnötig. Upsi. Ich glaube, der Hubschrauber kommt jetzt schon wieder. Kann das sein? 2, 1. Jetzt kommt der Schwarzmarkthändler, okay. Kauf für exotische Tiere aus fragwürdigen Quellen. What the fuck, wie teuer. Tiere verkaufen. 950. Soll ich den kaufen? Scheiß drauf. Der kommt jetzt hier rein. Ich will den haben. In einem Tag kommt er erst. Von dem kann ich coole Tiere bekommen. Deswegen werde ich den erstmal nicht ins Gefängnis schicken, weil der kann uns eventuell... Was ist... Der Hotdog-Laden, der sieht irgendwie kaputt aus. Ugh. Was? Ich weiß nicht, was das ist. So, dann haben wir jetzt hier viel geregelt. Da kommt jetzt bald dieses fragwürdige Viech rein, was ich nicht kenne. Aber interessant. Interessant. Wir haben $600. Wir haben natürlich jetzt einiges ausgegeben. Okay, ich kann vorspulen, das wusste ich nicht. Erscheinungsbild, bla bla bla. Können wir auch das nehmen eigentlich, oder? Ah, lassen wir erstmal das. Was für ein Riesenvogel. So, wie sieht's mit unserem Paar hier aus? Pflegefortschritt. Verwalten. Dieses Baby wird gestillt und wird in 2 Tagen in ein öffentliches Gehege gebracht. Alles klar. Sehr gut. So, Hoppelhäschen. Zucht. Gucken wir mal, ob wir irgendwas züchten können. Neubewerber Tierpfleger. Okay, da können wir jetzt auch bald... loslegen. Oh, okay, da können wir was Neues kriegen. Dann züchten wir mal. Bestätigen. Wir gucken uns mal die Bewerbungen an. Angestellte, Bewerber, Ansehen. Oh! Janetta, nehmen wir die doch mal. Einstellen, ja. Parkangestellte, Tierpfleger, Janetta kriegt auch noch eine Zone. Die kann nämlich hier und hier. So. Alles klar. Es sieht gut aus mit unserem Zoo. Der nächste Tag ist vorbei. Der Zoo schließt jetzt gleich wieder. Wir haben den 8. Januar, Jahr 1. Wir haben 4 Gehege. Am nächsten Tag wird noch dieses komische Tier ankommen. Dieses Gaebra. Kenne ich nicht. Die haben Hunger offensichtlich. Kann das sein? Sättigung? Oha. Wie kann ich die füttern? Alter, Hilfe! Mir wird nichts erklärt hier. Wie kann ich die denn füttern? Hilfe! Warum öffnet sich jetzt hier irgendwas? What the fuck? Wie kann ich die füttern? Lagerraum. So, ich würde sagen, das machen wir aber in der nächsten Folge. Wenn euch diese erste Folge gefallen hat, lasst euch gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, das ist ein cooles kleines Uncut-Projekt. Vielleicht gefällt euch das, vielleicht auch nicht. Die ein oder andere Person wird es vielleicht gefallen. Der ein oder andere Person. Der anderen Person könnte natürlich dieses geschnittene Zeug gefallen. Davon wird es natürlich auch noch weiterhin was auf meinem Kanal geben. Von daher freut euch auch weiterhin auf die anderen Videos. Und ich würde sagen, bis dahin, bis zur nächsten Folge oder bis zum nächsten Video. Cheerio, ciao.